So, und jetzt skippe ich das nächste Item. Und zwar hier. Und dieser Bombensprung muss sitzen, sonst... Na gut, man könnte noch hochkommen. Wenn ich jetzt nach links gegangen wäre, würde ich die Screw Attack bekommen. Die Screw Attack ist im Endeffekt, ich mache einen Salto und mache alles kaputt, was mir in den Weg kommt. Alles. Alles. Deswegen lasse ich die weg. Und muss halt so zurückgehen. Und dann tun wir das auch. Da, da, la, la. So, und da kommt man nicht lang. Aha. Da gibt's auch, ich glaube, einen Energietank als Item. So, mit dem möchten wir auch nicht reden, sonst kommt man nicht wirklich hoch. Weil der sagt uns, wir sollen zu Barrier Suit. Und er hier will uns jetzt ganz hoch schießen. Wollen wir aber nicht. Sondern erst noch diesen Energie-Missile-Container mitnehmen. Und dann da hochgehen. Und da rein. Da gibt's nämlich neue Sachen. Boah, die halten so krank viel aus. Was lustig wird, wird echt... Oh mein Gott. Ich möchte gar nicht dran denken. High Jump kann man auch auslassen, möchte ich aber ehrlich gesagt nicht tun. Vergrößert maximale Sprunghöhe. Ermöglicht Sprung mit Morphball. Weil ich finde es angenehm, wenn man hochspringen kann. Theoretisch kann man es weglassen. Tue ich aber nicht. Weil in dem ersten Gebiet hat man noch keinen High Jump. Weil hierher kommt man erst mit dem Item vom ersten Boss. Von daher kann man es weglassen, aber es vereinfacht halt später alles. Und mit Bombensprung und Bandsprung permanent arbeiten möchte ich auch nicht. Obwohl ich da eigentlich kein Problem hätte, aber... Nee, möchte ich nicht. So, und jetzt kann ich, glaube ich, sogar oben durch diesen Raum gehen, wo ich mich eigentlich töten könnte. Weil ich habe jetzt genug Energie. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich nicht zu viele Treffer abkassiere. Was ja schon glanzvoll passiert ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich hätte nur einen Energietank, hätte ich jetzt noch 75 HP. Also es hätte gereicht auf jeden Fall. Okay, gut. Werde ich mir merken, aber wenn ich jetzt nochmal getroffen wäre, wäre es halt ziemlich kacke ausgegangen. Mega kacke eigentlich. Deswegen... Braucht man das nicht. Reicht das so? Nein. Oh, das war echt dumm. Nein, was tue ich? Dankeschön. So, und dann gehen wir jetzt mal zum ersten Boss. Noch den zweiten. Und der wird mega einfach, das sage ich euch jetzt schon. Weil die Power Missiles oder Super Missiles, ich sag Power, weil es besser klingt, hat man eigentlich an dem... zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich glaube, da werde ich es auch nicht benutzen, sonst ist es ja zu einfach. Er ist auch so einfach, der Boss, muss man ehrlich sagen. Wirklich schwer wird es erst später. Das hier könnte man als Warm-up sehen. Aber egal. Ich muss echt überlegen, wo es die ganzen Items gibt. Ey, das wird so schlimm. Aber, naja. Also bei ein paar Items werde ich echt kotzen. Da werde ich auch wahrscheinlich rausschneiden, bis ich das habe. Hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Weil wenn man weiß, wie es geht, ist es gar nicht mehr so schlimm. Dann ist es doch nicht mehr so schwer, aber... Eigentlich müsste ich jetzt da hoch, nach dem High Jump. Tue ich aber nicht, das lasse ich ja komplett weg. So, dann geht's endlich weiter zum ersten Boss. Da, da, da. Du, 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 du.
Hätte ich eigentlich nicht machen müssen. Aber, glaube ich. 110 Raketen. Holy shit, ich habe ja fast die Hälfte. So, und hier sind jetzt neue Gegner. Ich weiß nicht mehr, wie die getriggert werden, dass sie kommen. Na, das war dumm. Genauso. Ich hasse diesen Bombensprung. Geht doch. Eigentlich ist es nicht so geplant, den zu bekommen jetzt schon, aber wenn man weiß, wie es geht. Es ist ja kein Glitchen oder sowas. Es ist ja lediglich, ne? Spielmechanik benutzen. So. Hier ist eigentlich noch was versteckt. Ach komm, nehmen wir jetzt schon mit. Guck, egal. Ich hätte es auch auf dem Rückweg machen können. Aber machen wir es jetzt. Ich hätte so viel auslassen in dem Gebiet. Ich bin hier, glaube ich, so schnell fertig. Aber great. So. Hier weiß ich nie, wo ich als erstes lang muss. Ich vergesse es immer wieder. Nein, 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 nein. Und hier sieht man auch schon, es ist einfacher mit dem Bombensprung. Morphballsprung. Ball. Ballsprung, nicht Bombensprung. So, jetzt speichere ich aber. So, dann haben wir das Spiel ja schon fast durch. Und ich nehme es 51 Minuten auf. Holy shit. Aber ich mach's dann nicht durch. Ich will ja alle Items haben. Da, ba, 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 da, 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 da. Sorry, ich finde die Musik einfach nur hammergeil hier. Naja. Ist ja auch egal, denn ich gehe jetzt einfach nur schnell durch das Gebiet. Die lasse ich auch weg, weil da komme ich später sowieso nochmal hin. Nein, hier ist nicht okay, das ist woanders. Und kriege ich es geskippt? Yes! Will ich skippen? Ist eigentlich egal. Was heißt skippen? Ich beschleunige es eigentlich nur. Aber hier habe ich auch ewig gebraucht, um weiterzukommen. Habe ich dann da gestanden als kleines Kind, wusste, wie komme ich da hin? Da komme ich ja dann nicht hoch. Und wusste ich nicht, was ich machen soll, bis ich da mal da drauf geschossen habe, aus Versehen. Es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, aber ich weiß nicht, das ist mir eigentlich irgendwie nicht aufgefallen. Ich habe keine Ahnung warum. Und mir fällt auf, es gibt hier echt verdammt viele Speicherstationen. Dabei ist das Spiel gar nicht so schwer. Außer man spielt auch schwer, dann ist es wirklich schwer. Dann hätte ich jetzt erst die Hälfte der E-Tanks, die ich jetzt habe. Aber machen wir es mit denen. Weil ich will die Power Missile sowieso nicht benutzen, also. Was, der lebt noch? Deswegen benutze ich die Power Missile hier. Und hol mir gleich noch normale. Ja, das sind so die kleinen Verstecke, die ich ewig nicht gefunden habe. Boah, ich habe ja früher alles immer abgesucht und überall eine Bombe gelegt. Hust. Um halt zu sehen, wo kann man was wegsprengen, weil die Bomben decken halt alles auf. Ob man da eine Rakete braucht, eine Power-Rakete oder eine andere Bombe oder weiß der Geier was. Deswegen, naja. Ich glaube, ich müsste es noch hinkriegen. Habe ich jetzt schon öfters gesagt, aber naja. Ihr wisst ja, wie ich bin. Bisschen verpeilt und unsicher. Passt doch. Hat ja keiner ein Problem damit.
hoffe ich. Ich muss auch sagen, Metroid Zero Mission ist auch eines meiner Lieblingsspiele. Mein absolutes Lieblingsspiel ist, von Metroid abgesehen, da stehen eigentlich zwei Spiele drauf. Metroid Prime 3 Corruption und Metroid Prime 1. Das sind so meine Lieblingsspiele. Allgemein kann man sagen, die komplette Metroid Prime Trilogie. Aber den zweiten Teil finde ich von den dreien insgesamt am schlechtesten. Er ist nicht schlecht im schlechten Sinne, sondern im Vergleich zu den anderen nicht so gut. Aber er ist auf jeden Fall empfehlenswert, einmal zu spielen. Wobei, wenn ich so recht drüber nachdenke, über den zweiten Teil, ist er eigentlich auch ziemlich gut. Ich glaube, das, was ich nicht mag an dem Spiel, ist die Rüstung, weil die sieht echt bescheiden aus, muss ich ehrlich sagen. Die hat man halt 80% vom Spiel über an und das ist echt, ich finde sie hässlich, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, deswegen mag ich das Spiel auch nicht so wegen der Rüstung, weil die kacke aussieht. First World Problems. In anderen Ländern, ne? Spielt man die Spiele auf Japanisch und ich meckere an der Rüstung. Welch Vergleich? So, und wir erhalten schon wieder ein unbekanntes Objekt. Wie viele gibt es denn von denen? Analyseergebnis, nur das Objekt mit aktuellem Anzug inkompatibel. Ja, ich möchte auffüllen. 140, ja, fast die Hälfte. Hier lasse ich jetzt, ich könnte locker noch grob geschätzt 5 Missile-Containers mitnehmen. Tue ich aber nicht, weil ich muss hier so oder so wieder in das Gebiet später. Deswegen lasse ich die einfach mal weg. Aber es ist egal. Ach komm. Was soll der Geiz? Ich laufe einfach durch. Und nochmal speichern. Nee. So, den Raum müsste man... Ich mache normal, komm. Und dann decke ich gleich schon auf, weil später werde ich ihn dann nicht aufdecken müssen. Dann bin ich im Endeffekt schneller. Ganz da oben ist nur eine Tür, da komme ich aber noch nicht hin. Noch nicht weiter, sage ich mal so. So, geh auf. So, und damit ich nicht versuchen komme, die zu benutzen, schieße ich sie weg. Oh mein Gott. Wir stehen unten, wir stehen da oben. Das ist great. Man muss ihm einfach nur ins Gesicht schießen und dann in den Mund. Das war's. Das war der Boss. Wenn man halt nicht schnell genug ist, fängt er halt an, aus allen drei Bauchlöchern zu schießen. Und dann ist auf die Plattform, die ich hier habe, die macht er dann kaputt. Und wofür das ist, ich habe keine Ahnung. Das macht absolut keinen Sinn. Aber ich komme natürlich nicht so weit. Oh, okay, gut, dann machen wir es halt so. Oh, ich hasse diesen Bombensprung. Ich habe es schon oft genug erwähnt. Komm schon, komm, 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 komm. Jawohl. Also hier brauche ich sowieso wieder. So, hier halten wir. Was ist das? Was ist es? Es ist der Speed Booster. Speed Booster, laufe, bis ein Temposchub einsetzt, der bestimmte Blöcke sowie Gegner zerstören kann. Der zerstört einfach alles, was im Weg ist. Es ist unglaublich, aber leider Gottes nur, wenn man halt rennt.
Warum ich da Raketen benutzt habe, ist einfach nur wegen der Reichweite. Mit dem dünnen Beam wäre ich nicht wirklich weit gekommen. Und jetzt einmal. Ich finde das auch lustig irgendwie. Und dann. So, dann gehen wir mal jetzt Richtung Gehirn, weil wir sollen ja Mother Brain besiegen. Und das werden wir jetzt auch tun, denn wir können durch diese Statue durchgehen. Doch was ist das für ein Gebiet? Ist da direkt Mother Brain hinten dran? Oder was wird uns noch erwarten? Sei gespannt. Hier empfehle ich wirklich Raketen zu benutzen, weil wenn man da runterfällt, kommt man bei diesem Lavafall raus und muss nochmal außenrum gehen. Wenn wir diesen gammeligen Beam wird man nicht weit kommen. So, unten das lasse ich alles komplett weg, das mache ich später alles. Viel einfacher. Aber hier gehe ich trotzdem lang. Way! Und haben wir noch den E-Tank. So, mehr werde ich glaube ich nicht kriegen, ohne irgendwo anders lang gehen zu müssen. Bei den Larven ist noch einer gewesen. Und wo ist der andere? Ich glaube bei Ridley war noch einer. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Kriege ich angezeigt, ob ich alles habe? Eigentlich müsste ich hier ein... Scheiße. Das wird lustig. Ich überlege gerade, wo diese E-Tanks waren alle. Ach nee, gut, ich weiß, wo die zwei noch hier sind. Okay, gut. Theoretisch könnte ich die holen sogar. Das habe ich glaube schon wieder vergessen, wo sie waren. Ich muss mir das merken. Nein, wo waren die? Scheiße, ich hab's vergessen. Das ist vielleicht auch besser so. Shit. Oh, wie dumm bin ich eigentlich? Ich hab's doch gerade eben noch im Kopf gehabt. Ach, ja, gut. Oh, bin ich blöd? Ey, sag mal, rauche ich irgendwie Apfelschorle oder was? Apfelschorle rauchen. Könnte lecker sein eigentlich. So, und jetzt holen wir den Power Missile Container, der mich am meisten abgefuckt hat. Deswegen gehen wir erstmal hier durch diesen Geheimgang. 150 an der Zahl. Oh mein Gott. Oh mein Goodness. So, und zwar sieht man hier Speed Booster. Und das, meine lieben Freunde, ist meiner Meinung nach echt beschissen. Es gibt noch ein Item, das beschissener ist zu holen. Aber das ist beschissen Nummer 2. Weil man muss hier durchrollen mit dem Ball, durchfliegen eher, weiterlaufen, nochmal nach unten drücken. Das ist ganz wichtig, weil dann schräg ist. Hier hochspringen und nach links. Das war's. So. 8 Supermissiles, das wird reichen auf jeden Fall für Muttergehirn. Und jetzt müssen wir da hoch. Aber zuerst gehe ich da noch lang, weil. Because of this. So. Plop. Super Missile. Normale. Hol ich noch einen Missile Container? Ja, ich glaube schon. Dafür muss ich. Oh Gott, da kann ich auch da durchgehen gerade. Plop. Ich glaube, das war hier. So. Jupp, das war hier, glaube ich. Oder? Ich muss gerade überlegen, nicht, dass ich wieder diese Räume verwechsel. Ne, es war hier. Ach, okay, gut. Hier.
Genau, weil hier falle ich jetzt sowieso wieder rüber in den anderen Raum. Wo ich eigentlich hin muss. So, dann kann ich auch oben lang gehen, weil ist egal. Wo? Eigentlich wäre es nicht egal, aber weil die Statue oben ist, aber die zeigt uns dann an, wir sollen zum Eisbeam. Okay, den trigger ich jetzt noch nicht, lustigerweise. Hier wird normalerweise Gegner runterfallen. Da unten würde ich rauskommen, nach dem Distance Beam. Was ich jetzt noch geskippt habe, ich jetzt insgesamt an den Items, den Distance Beam, den Wave Beam, die Screw Attack und diverse E-Tanks, Missiles und Power Missiles. Und die Various Suite habe ich geskippt. Oder weggelassen, eher nicht geskippt. Was habe ich in diesem geskippt Board? Er ist echt schlimm.